hier in der West Hall des Alexandra Palace. Da unten wartet der große Phil the Power Taylor. And now, ladies and gentlemen, from Stoke-on-Trent, England, here he is. With over 200 titles worldwide, he is the record-breaking, history-making, 16-time, the champion of the world! It's Phil the Power Taylor! Taylor betritt die Bühne und sie alle freuen sich. Von der Waldfee bis zum Teletubby, Steffen Freund. Herrlich, alles steht im Kopf. Fan seit Jahren, Steffen Freund. Tinky Winky, er hat seine rote Tasche vergessen. Ich brech in Teile, ist das schön. So viele Leute, so viele Promis sagen, das was für eine irre Nummer. Und sie haben recht. Ja, wir haben ja auch im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft Sportler aus anderen Sportarten besucht. Wir waren bei Silvio Heinevetter, dem deutschen Handballnationaltorwart, der auch seit vielen Jahren großer Dart-Fan ist, der auch sagt, ich muss einmal in diesen Ellipelli rein. Ich war im Fan-Talk bei uns allen hier. Mensch, mach den Mund auf. Mario Basler, hat mit Mario Basler 9 Darts gespielt. Ich habe ihn besiegt. Das erste Mal, dass ein Darter beim Schauen, wie Darts funktioniert, einen Sieg rausgeholt hat. Aber auch er sagt, seit Jahren großer Fan, sitzt vorm Fernseher und hat richtig Spaß bei dieser tollen Show hier. Wir bekommen viele, viele, viele Grüße Nachrichten, die da lauten, Mensch, wir haben es in den letzten Jahren immer wieder verpasst. Wir sind zum ersten Mal dabei. Und deshalb vielleicht auch mal ein paar Fragen für diese Fans. Also die zum einen sagen, was verdienen die ja eigentlich bei